Hi ihr Lieben, es ist wieder Haul-Time. Ja. Ich hatte zwar gedacht, dass wir die Woche mal so ein bisschen Watch-Me-Craft-mäßig was machen können, aber meine Kinder haben da definitiv einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber faul war ich nicht. Ich habe meine erste wirklich richtig schöne Karte. Also ich meine, die andere war ja auch schön, die ich für meine oder für unsere Therapeutin gemacht habe, für meinen Sohn. Dann habe ich die hier gemacht, weil ich diesen Stempel ja so mochte. Den habe ich von Kreativbunt. Und ich fand ihn ganz toll. Und ja, da. Die Karte an sich gefällt mir auch richtig gut, war ich ganz, ganz stolz drauf. Die gefällt mir noch besser wie die andere. Dann stellt euch mal den kleinen Terrorgnom vor. Hat die Karte fertig. Gefällt ihr total. Will ein Bild machen, will hier aufmachen und stellt fest. So, hast du verkehrt rum drauf geklebt. Doch! Das ist mir aber jetzt kackegal. Das behalte ich trotzdem. Lupina hat gesagt, das ist halt eine Linkshänderkarte. Ich finde die ganz, ganz toll. Also mir gefällt sie richtig gut. Ja, ich finde die Stempel so toll. Ich könnte 20.000 Stempel davon pro Tag machen. So, und dann habe ich noch gestern ganz spontan, weil ich soll jetzt ein Tagebuch führen. Und ja, die sind ja teilweise richtig teuer. Aber bis zu 20 Euro kann man bezahlen. Das sehe ich nicht ein, um da so ein paar Sachen reinzukritzeln. Und da hat mir mein Mann aus dem Teddy, so ganz normal für 1 Euro, so ein Ringbuch A5 mitgebracht. Guck mal, das habe ich mir dann. Das heißt, ich habe so ein etwas dickeres. Also das Ringbuch an sich war ja ziemlich dünn. Und da habe ich mir so einen etwas dickeren Karton hier so drauf geklebt. Als Unterlage. Bisschen Bordüre. Habe ich auch hinten dran gemacht. Ihr seht ja den Karton, den ich da genommen habe. Ich glaube, den hatte ich mal aus dem Teddy, wenn ich mich nicht irre. Und ja, dann habe ich diesen wundervollen Sticker. Ich glaube, den habe ich von der lieben Gabi bekommen, ne? Von der Mutti von der lieben Kreativprinzess. Und ich dachte immer, oh nee, den kannst du nicht irgendwie verbasteln. Und was machst du damit? Und der ist aber auch so schön, dass ich nicht einfach hier liegen, stehen lassen wollte. Und hier passt er einfach unglaublich gut. Ich habe diese Röschen, die es da bei Action gab, drauf gemacht. Ein paar Glitzersteinchen und ja. Ich finde es richtig toll, mir gefällt richtig gut. Meine Tochter auch, die möchte jetzt auch so eins haben. Ja, aber ich habe so einen Aufkleber nicht nochmal gefunden heute, als ich unterwegs war. Ja, jetzt starten wir erstmal mit unserem Haul hier. Ja, ist nämlich einiges gekommen. Ich habe zwar auch noch ein bisschen was offen. Bastelwelt-Schob, es scheint ja nicht so schnell zu sein mit dem Liefern. Was? Ich habe da bestellt die Woche. Steht noch nicht da, ob es raus ist, gar nicht. Müssen wir mal gucken. Aber wir fangen trotzdem mal an jetzt hier so ganz spontan. Ich habe bei meinem, ja, beinahe Vielfrucht-Store, muss ich sagen, also von eBay bestellt. Die sind richtig super. Die sind zackig-zackig mit dem Bestellen, mit Bestellen. Ich bin zackig mit dem Bestellen, ja, die mit dem Liefern. Und zwar heißt der Shop Bero Store bei eBay. Und da habe ich jetzt schon einiges bestellt. So, diesmal habe ich mir einen Stamp Cleaner mitgenommen. Ich dachte, das ach nie reicht. Was man da manchmal so liest, die einen sagen, ja gut, das reicht, wenn du mit Babyfeuchttüchern, der nächste sagt, du sollst mit nur nassen Lappen. Ich habe ja wie so eine Art Fensterleder hier, das habe ich immer nass gemacht, ein trockenes und ein nasses. Aber wenn man mit bunten arbeitet, dann möchte ich dann doch lieber, ja, so ein Cleaner. So teuer ist er ja auch nicht. Ich glaube, 3 € habe ich für den bezahlt oder so. Ich probiere ihn mal aus, gucken wir mal. Und dann, ja, wenn ich schon einen Stamp-Cleaner kaufe, muss ich auch eine Gorgeous, guck mal. Die hatte ich noch gar nicht. Ich habe jetzt schon ganz viele Gorgeous. Und ich habe auch meine, die heißt übrigens Dear Alice, diese Gorgeous, die ich noch suchte, als Large Stamp gefunden. Kommt aus England irgendwann jetzt die Tage. Und CC Design, sie hat es mir ja angetan, ja. Also diese Stempel finde ich unglaublich toll. Und dann musste die kleine Hexe jetzt noch mit. Die ist so schön. Ich liebe CC Designs total. Ich würde beinahe sogar sagen, Mary Gorgeous, weil die sind einfach unglaublich schön, die Stempel. Ja, dann habe ich mir das Ding mitgenommen. Weil, ja, ich habe das in einem Video gesehen, dass man das ja mit diesen Schablonen dann so machen kann. Und ich hatte mir ja. Upsala, jetzt reiße ich mir hier die Bude ab. Bei mir ist es jetzt noch enger wie sonst, weil ich nämlich gerade dabei bin, mein Zeug umzuräumen, weil ich mir nämlich noch ein Regal besorgt habe. Ich habe mir ja die hier geholt, aber ja, ich habe die in den Videos immer gesehen. Deswegen, ja, probiere ich mal aus, dachte ich, ne? Ja, dann müsste das mit. Dann habe ich mir ein Falzmesser besorgt, weil so richtig
Positive Resonanzen für ein Falzbrett habe ich noch nicht gefunden. Also ich habe ja so ein Schneidebrett. Ich hätte gern so ein Falz- und Schneidebrett zusammen. Also mit meinem Schneidebrett bin ich auch nicht sehr zufrieden und keiner konnte mir jetzt direkt so eins empfehlen. Und ja, dann warte ich halt und habe mir aber so ein Falzmesser mal geholt. Weil das braucht man ja doch, ne? Und dann, als ich diese Karte hier gebastelt habe, seht ihr ja dieses Ding, das hatte ich mir mal bei eBay bestellt. Diese fertigen. Wie nennt man das? Stanzteile. Und die sind ja sehr, sehr filigran. Und ich musste dann, ich glaube, bei manchen sieht man es noch, ich musste dann mit einem feuchten Tuch nachwischen, weil da so viele Spuren vom Kleber dann waren. Weil das dünnste an Kleber, was ich habe es mit dem hier gemacht, ist ja diese Spitze. Und das war für dieses filigrane Zeug ganz furchtbar aufzutragen. Und ja, also habe ich mir zwei verschiedene so eine Clue-Sticks, Clue-Pen geholt. Die haben, also der hat sowieso eine Art Kugelschreiber, so eine Mine. Und bei dem bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, der ist ein bisschen dicker. Gucken wir mal, wenn wir einmal hier dabei sind. Deswegen habe ich mir beide mit. Die waren auch beide nicht wirklich teuer. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was sind ja auch welche dabei, da bezahlt man 8, 9 €. Aber ich glaube, die sind zum Auffüllen, ne? So, gucken wir mal. Ja, der hat auch eine relativ dicke Spitze. Guck mal. Ja, Ja, na gut, okay. Dann ist es halt nicht so. Aber der ist wie so ein Kugelschreiber, seht ihr ja, ne? Das musste auch noch mit hier. So, dann. Schnell wieder hinstellen. Habe ich mir bei Amazon ein paar Kärtchen bestellt. Das sind aber nur die Karten nicht mit Umschlägen. Und zwar diese hier, weil ich ja diese Einladung für die Schulanführung gern machen wollte. Und ich habe aber nur Kartenrohlinge aus dem Action, die so sind. Oder dann halt die schönen, die mir die liebe Gabi geschickt hat. Die sind schön groß, aber die wollte ich für besondere Sachen lassen, weil die, ich weiß nicht, eine Schulanführung ist zwar auch was Besonderes, aber die sind so, naja, schick halt, ne? Ja, die wollte ich mir halt für besondere, noch besondere Anlässe. Und da habe ich mir die hier bestellt, weil ich ja diese Pastellfarben so mag und die sind ganz normal matt. Da hat man 250 Stück, das heißt 50 von jeder Farbe. Da gucken wir mal, wie die so sind. Dann, jetzt kommt hier mein Tütchen zum Vorschein. Cleary Besotted kam heute wieder an. Da kann ich auch mal nicht dran vorbeigehen. Da habe ich mir diesmal die Pandas mitgenommen. Weil Stempel muss sein, ehrlich. Ich gehe kaputt ohne Stempel momentan. Dann diese Dinos. So eine ähnlichen habe ich schon mal, aber die hier sind wieder anders. Und da ist so ein Herzstoffballon dabei. Dann die tanzenden Terrorgnomen hier. Das bin ich hier. Wenn ich mal alleine bin zu Hause, dann tanze ich auch so rum. Die Figur passt. Das Face passt. Wunderbar, hier, wenn ich mal Pipi muss. So geil, ne? So, dann habe ich mir noch diese hier bestellt. Ich glaube, da hatte mir die liebe Sonja auch Stempelabdrücke geschickt davon. So niedlich, ne? Oh. Und die liebe Sammy Fim hat immer noch nicht die Meerjungfrau. Och, das macht mal fertig, wa? Dass die nicht hat. Das macht mal alle. Und ich will unbedingt diesen Meerjungfrauenstempel haben. So, dann habe ich mir dieses Stempelkissen noch bei Amazon gestern bestellt, weil ich habe ja diese Large-Stempel, ne, von Gorgeous. Und ich möchte heute gerne mal einen kolorieren. Dazu muss ich den natürlich erstmal stempeln. Und meine Stempelkissen sind aber ziemlich, ja, so weit drin, so eingelassen. Ich gucke jetzt mal, ob das denn so ist, wie ich mir das dachte, weil ich bräuchte ja so ein Stempelkissen, ne? Das gibt es ja natürlich nicht. Jedenfalls habe ich es noch nicht gesehen. Aber das funktioniert ja auch so mit den Drauftupsen. Und ich habe zwar so diese ganz kleinen Stempelkissen, aber das ist wirklich ein großer Stempel. Und da habe ich irgendwie ein bisschen Schiss, dass wenn ich dann unten angekommen bin, oben die Farbe schon getrocknet ist. Und da dachte ich mir, oh, das ist perfekt, so wie ich es wollte. Dass das eben so ist. Da kann man so dann so drüber gehen. Und meine anderen Stempelkissen, ich zeige die euch mal eben ganz kurz. Oh, ich hänge wieder fest. Ja, ich habe die Bude wieder voll hier. Ja, ich habe. Nächste Woche können wir machen hier so ein, na, wie heißt es? Sprich es an hier.
eine Roomtour, weil ja, wie gesagt, jetzt habe ich wieder umgeräumt, weil ich einfach mehr Platz brauchte und ja, da ist mir hier was eingefallen. So, und da können wir das nächste Woche machen. So, und das hier ist halt so eingebettet, seht ihr das? Und da klappt das nicht wirklich. Da steht ja sogar der Rand ein Stückchen höher. Das Stempelkissen an sich ist okay, die anderen sind natürlich noch besser, aber um im Prinzip dann so, blub, blub, blub. Ja, vom Memento habe ich eigentlich nur Gutes gehört und gelesen und gesehen. Und das ist Tuxedo Black. Da bin ich ja mal gespannt. Das probiere ich heute Abend aus. Ich will unbedingt diese Gorgeous, weil ich nämlich auch, da ist die Lupina drauf gekommen. Ich tue das ja gerne mit Buntstiften kolorieren. Jetzt hat es aber wieder. Und da sagte sie, sie hat irgendwo in dem Video gesehen, dass es diese Blenderstifte gab. Ja, womit man dann diese unschönen Farbübergänge, die auch manchmal bleiben. Also da kann man nichts dagegen machen. Ich zeige euch das jetzt mal. Was hier so knackert, ist hier nur meine kleine Box, wo ich so das fertige Zeug schon habe. So, hier haben wir zum Beispiel hier. Da stört es mich auch ganz doll. Hier geht es mit dem Rand. Aber hier oben, das habe ich einfach nicht weggekriegt. Und damit soll man diese Übergänge irgendwie weicher hinbekommen. Da habe ich mir die hier auch bei Amazon bestellt. Da waren gute Bewertungen dabei. Ne, die haben zwar mal so einen anderen empfohlen, aber ich habe den einfach nicht gefunden. Pulli, noch irgendwas. Ja, und das ist ja bei dem halt und auch bei dem Drachen, den ich hier gemacht habe. Da, ja, hier geht es jetzt mittlerweile einigermaßen. Aber bei ihr ist es mir eben am meisten aufgefallen, ne? So, hier, die habe ich gemacht für die Schulanführung. Sind die nicht putzig? Ja, das ist eben, ja, damit soll man halt die Übergänge einfacher hinbekommen. Ich liebe diesen Drachen total. So, na, will ich mal gucken, wenn ich dann heute Abend meine Gorgeous mache. Ob das fetzt. Muss ich probieren. Dann. Jetzt muss ich hier eins nach dem anderen durchgehen. So, da haben wir hier. Dies habe ich mal von. Jetzt brauche ich hier einen Hintergrund. Nichts vorbereitet. Welch Wunder. Hintergrund. Was nehme ich jetzt schnell hier? Auf die Husche. Ich kriege ja die Krise. Das finde ich hier auch nicht. Ach, ihr kennt das von mir, ne? Das ist furchtbar. Ich kann das hier nehmen. Ja, das geht. So, da habe ich mir diese Schweinchen, die fand ich so cool. Ich bestellt bei Amazon. Die auch rucki-zucki. Das ist fast alles da von Amazon. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, wo ich die jetzt bestellt habe. Das war, fällt mir gerade. Ach, ja. Ich doofe. Ideen mit Herz. Genau, also da bestelle ich auch ganz gerne. Das ist richtig toll. Da habe ich mir diese mitgenommen für mein hübsches Maschinchen. Dann bei Create a Smile. Da habe ich jetzt auch noch welche offen. Die kommen die Tage. Die haben immer so richtig, richtig geile Sprüche. Diesmal habe ich mir diesen ausgesucht. Und diese Blümchen. Das sieht so. Blendet. Machen wir mal kurz so, ne? Diese Blümchen. Und diesmal diesen Spruch. Ich habe ja noch so einen anderen Spruch. Ich weiß gar nicht, ob ich den euch schon mal gezeigt habe. Ich hole ihn mal ganz kurz. Weil ich bin mir nämlich nicht sicher. Einige habe ich nämlich noch nicht rausgeholt. So, das sind die hier gewesen. Das sind die ersten, die ich mir bestellt habe. Habe ich natürlich wieder Sonja angefixt, wie gestern auch. Und ich stehe ja total auf Sprüche. Und die fetzen. Das hier ist Ruhrpott. Gestern habe ich noch bestellt Berliner Schnauze und Kölsche. Das musste ich auch noch haben. Die sind so cool. Die sind natürlich auch nicht gerade billig. Aber ja, was ist schon billig heutzutage, ne? Außer Action. So, dann. Habe ich wieder bei. Pink Lady bei Etsy bestellt, habe ich neulich schon mal, wo ich gedacht habe, sie ist eigentlich aus England. Ich habe aber jetzt das Kärtchen schon weggetan. Das ist, also wenn ihr das wissen wollt, dann gebe ich euch den Link zum Beispiel. Ich glaube, Pink Lady, Miranda heißt sie auf jeden Fall. Da habe ich wieder bestellt, da habe ich letzten Monat schon mal bestellt. Sie hat auch sehr, sehr viel von Action, hubala, mit drin und das geht bei ihr auch super schnell mit dem Verschicken. Und ich dachte erst, sie kommt aus England, aber sie kommt aus den Niederlanden. Da habe ich mir dann diesmal diesen Stempel. Hallo Hintergrund.
Riesenstück. Wieso habe ich eigentlich jetzt das Licht angemacht? Ich bin doch auch nicht ans Atta, oder? Kleine Meerjungfrau. Na, total tralala heute. Ich musste heute vom Action nach Hause laufen, weil ein Unfall gewesen ist. Ich bin immer noch voll tralala durch die Hitze. Dann, ich weiß nicht, diesen Wohnwagen, ich fand den so geil. Der ist so cool. Ja, im Hintergrund hört ihr, und Johnny, der ist in der letzten Zeit überhaupt nicht gut drauf. Ich sitze schon seit Tagen mit ihm in meinem abgedunkelten Schlafzimmer, muss ich das Rollo runter machen und Räucherstäbchen anmachen, damit er sich überhaupt beruhigt. Der hat gestern früh sein komplettes Kinderzimmer auseinandergenommen. So, und dann habe ich mir diese hier bestellt. Die sieht man jetzt ein bisschen, ups, sehr schlecht, weil sie auf dem Kopf stehen. Das sind halt so Meerjungfrauen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich finde die sehr, sehr schön. Wunder, wunderschön. Ich muss mich ja irgendwie ablenken, weil jetzt in mir feminin habt. Moment. So. Ich mache jetzt erstmal diese eine Tüte. Also, es geht jetzt ganz schön durcheinander. Sage ich euch gleich. Dann habe ich mir diese Brush Pens bestellt. Hier, diese für meine Brush Pens halt. Aber die hier sind halt so für Wasser, die man mit Wasser befüllen kann in verschiedenen Stärken. Die habe ich mir bei Amazon bestellt. Die waren eine Weile unterwegs, ich glaube 2 Wochen, 3 Wochen oder so. Aber ich finde das eigentlich ganz okay. Von der Lieferzeit her hatte ich schon ein längeres. Ich finde, wenn man das bei Amazon bestellt, auch über Chinesien oder so, geht das irgendwie schnell, ne? Komischerweise. So, dann habe ich mir, weil ich mich ja wieder mal habe anfixen lassen, mit ihm embossen, da habe ich mir ein paar Videos angeguckt, habe ich mir jetzt Stempelkissen für Embossing geholt. So ein Föhn, wisst ihr ja, habe ich ja schon. So ein Stempelkissen in Transparent. Und Sonja hat mir empfohlen, bei schwarzen Embossingprüfer lieber ein schwarzes Stempelkissen nehmen. Also habe ich mal alles von Ideen mit Herz. Habe ich mir das mitgenommen. Dann auch noch so einen Stift. Obwohl ich das jetzt selten mal male, aber irgendwie kommt es ja dann doch mal dazu, ne? So, und dann habe ich mir diese Farben mitgenommen von diesen Embossing-Pulver. Einmal dieses Flieder. Das Vintage-Grün, das hat mir unglaublich gut gefallen. Das kann ich ja mal wieder anmachen, ne? So, also nicht wundern, im Hintergrund fungiert meine Family. Und Silber mit Glitzer. Und ich hatte eigentlich schwarz angeklickt, aber das muss nicht in den Warenkorb gekommen sein. Ich weiß auch nicht warum. Wollte nicht zu mir kommen. Der Dreck, sagt der. Und dann habe ich mir über Amazon noch Schwarzglitzer bestellt. So, das probiere ich dann auch. Ich habe extra noch nichts angefangen, damit ich euch das noch hübsch zeigen kann. Dann ebenfalls über Amazon habe ich mir noch ein paar bunte Stempelkissen besorgt. Ja, Stempel, Stempel. Die haben alle zusammen entweder 7 oder 8,85 € oder so gekostet. Überprime aber am nächsten Tag gleich da. Ich wollte mir die nicht in China bestellen, wieder wochenlang warten, weil ich möchte jetzt Karten gestalten und nicht aus in Weihnachten oder so. Ja, da habe ich mir einmal dieses blaue Set geholt, also dieses blaue Kissen. Dieses rosa, pink, die lila Töne. Braun, das werde ich wohl am seltensten benutzen, weil braun ist irgendwie für mich keine Farbe. Grün. Orange und Gelb. Fand ich ganz toll. Die musste ich noch haben. Mensch, hier ist ja so eine Fussel. Ging nicht anders. So, dann habe ich mir auch bei eBay, der Shop heißt so, ist My Style. Da bestelle ich auch sehr, sehr gern. Ich meine, die Drachen, das sind die Drachen, wo ich von Sonja das schöne Teil bekommen habe. Und ich war so, so verrückt. Ich habe die nie gesehen, die Drachen. Die sind mit Stanzteilen hinten. Ich wollte die unbedingt haben und dann ist es mir, weil ich bei dem Shop schon öfters bestellt habe, aber irgendwie nie den kompletten Shop durchgeguckt habe. Das habe ich jetzt gemacht. Allerdings kosten die auch 17 Euro. Also 16 Euro ein paar verfälschte. Aber ich wollte die unbedingt haben. Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Sind die nicht süß? Ja, wie gesagt, sind auch Stanzteile mit dazu. Da kann man das so ein bisschen entschuldigen, ne? So, dann war ich zwischendurch dann nochmal im Action. Und da habe ich mir diese Schablonen hier mitgebracht. Diese, ja, Dinger dann. Dann hatten sie hier so ein Cutting-Teilchen. Das sieht ganz fetzig aus. Guckt mal, hier ist einmal das. Kann man schön dann so ein Teil mit reinsetzen. Verschiedenen Größen. Hat 3 Euro und die kostet.
und noch von Minnie Maus. So, jetzt, ich tue jetzt erstmal ein bisschen was wieder weg. Momento. So, und weiter geht's. Da habe ich dann vom Knuddelzombie bekommen. Die hatte ja so ganz, ganz geile Sticker jetzt designt. Die liebe Sonja und ich, wir haben uns unterhalten über Knuddelzombie und da sind wir auf die Idee gekommen, wie cool das doch eigentlich wäre, wenn man Sticker hätte, die man ausmalen kann. Ne? Sonja hat das gleich der Jenny gesagt und Jenny hat sich hingesetzt und hat die designt. Das ging ruckizucki. Ich habe mir gleich dreimal bestellt, weil ich die so schön finde. Guck mal. Sonja hat sie übrigens auf ihrem Kanal auch schon getestet mit verschiedenen Markern. Sie hat die Textilmarker benutzt, sie hat Brushpen benutzt, sie hat Buntstifte benutzt und noch irgendeins. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Guckt mal auf Kreativprinzess92 auf ihrem Kanal. Da könnt ihr das sehen. Sie hat das auch so als Video gemacht, dass ihr zugucken könnt. Und weil ich die so geil finde, musste ich die einfach dreimal haben. Ich wollte eigentlich auch noch den Ordner haben für die Kakaokarten. Aber der ist im Moment ausverkauft. Den kriegst du aber wieder rein und dann, ja, im Grunde nochmal zu bestellen. Und dann haben wir hier das Übliche, ne? Ein Knuddelzombie. Und wieder diese geilen Stickies. Oh, die sind so schön, diese Eisens. Und übrigens für diejenigen, welchen, die jetzt bei Knuddelzombie bestellen wollt und festgestellt haben, oh, es geht nicht. Da war ein Fehler auf ihrer Seite. Das hat aber nichts mit ihr zu tun, sondern mit ihrem Anbieter. Und ja, jetzt geht es wieder. Man kann jetzt wieder ganz normal bestellen, man kann bezahlen, man kann sich wieder liefern lassen. Das geht, glaube ich, seit gestern wieder. Yippie! Also es hatte nichts mit der lieben Knuddelzombie zu tun, sondern das war ein Fehler vom Anbieter, der das aber einfach nicht beheben wollte. Sie haben sie da irgendwie vertröstet, dass es angeblich bei einem Smartphone von den jeweiligen Kunden zu tun hätte. Als ich aber versucht habe zu bestellen, Sonja hat bestellt bei ihr dann so, man konnte sie anschreiben bei Insta. Und ich habe es auch, wo sie das gepostet hat, dass sie die Sticker im Shop hat, habe ich gleich versucht. Na, ich denke, okay, vielleicht ist es ein Fehler von mir, von der Seite. Kann ja immer mal sein, ne? Ich habe es nächsten Tag probiert und nochmal probiert. Ich habe es an Laptop probiert, einmal an meinen Laptop, einmal an dem von meinem Mann. Ich habe Linux drauf, mein Mann hat Windows drauf. Es hat nicht funktioniert, also kann es nicht nur an uns liegen. Und das hatte ich ihr auch dann nochmal so weitergegeben, weil ich es dann bei ihr direkt bestellt habe, was für sie natürlich unglaublich aufwendig ist, das dann so zu bestellen. Aber sie hat es trotzdem gemacht, super schnell, nächsten Tag war es da. Ja, sie hat sich dann nochmal mit ihrem Anbieter in Kontakt begeben, gesetzt. Und ja, jetzt geht's wieder. Von wegen, es ist nur unsere Schuld, ne? Keinen Bock gehabt. Juti, dadurch ich ja nun meine Waldraut habe, Waldraut ist übrigens meine Stanzmaschine, bei mir bekommen Gegenstände, die ich viel brauche und die unersetzlich sind, bekommen bei mir Namen. Meine Waschmaschine heißt übrigens Gisela und deswegen heißt meine Stanzmaschine jetzt Waldraut. Ja, da habe ich mir noch so ein paar Stanzen, einmal hier die Knochenkalle, der ist so mega cool, musste ich natürlich schon ausprobieren. Den habe ich mir auch hier in diesen Is My Style Shop bestellt. So schön, ne? Also richtig toll. Dann im selben Shop schon. Das war übrigens ein Goodie von dem Shop. Habe ich mir diese schönen Stempel. Die sind so süß, oder? Oh, niedlich. Kleine Fee schon. Dann. Diese Schablonen und das, die habe ich ausprobiert. Ich habe sie einmal zusammen, einmal auseinander und mit denen bin ich gar nicht zufrieden. Die machen, ich guck mal, ob ich das Stanzteil finden kann. Die machen ganz, ganz blöde. Ich weiß nicht, wie ich euch das erklären soll. Ja, ich habe die, wie gesagt, einmal so, wo sie noch zusammen waren, aber man sollte, ich habe ja geguckt, man sollte die auseinander machen, ne? Dass das so einzelne werden, dass die im Grunde dann so aussehen. So, an sich richtig toll, aber was ich kacke finde, seht ihr das? Ist das hier, der macht immer das hier. Und ich habe verschiedene Papiere, ich dachte, als mit denen habe ich angefangen. Da ist es mir auch aufgefallen, seht ihr das? Also entweder es soll so und ich checke es einfach nicht, ich trude. Oder, ja, ich weiß nicht. Und das habe ich auch nur bei diesen Standesdingen, ne? Ich habe es mit verschiedenen Papieren, weil ich dachte, okay, vielleicht war das ein bisschen dick. Ich habe dann sogar ganz dünnes Papier genommen, so vom Zeichenblock. Es ist trotzdem so, ja, so geschoben, seht ihr das? Das sieht so doof aus. Also an sich richtig schön, ne? Aber
Ja, so ganz zufrieden. Vielleicht soll es auch so sein. Ich weiß es nicht. Ne? Aber ich bin nicht wirklich happy damit. Sage ich ganz ehrlich. Dann habe ich mir noch diese mitgenommen. Im selben eBay-Store. Dann habe ich mir. Das ist. Dieser ist ein Clearstamp und ein Standsteil. Auch süß, oder? Oh, wie schön blöd er guckt. Und das, oh, Schock verliebt, wo ich das gesehen habe. Und meine geliebten Luftballons, brauche ich sie mir nicht mehr teuer kaufen. Oh, ich freue mich so. Ich liebe ja Luftballons wie Bolle. So, und dann, das ist noch von Idee mit Herz dazwischen gerutscht. Das war auch mit dabei. Eine Stanzschablone. Und die ist auch ganz, ganz toll. Die mag ich unheimlich gern. So, und jetzt kam hier noch eins an von. Das habe ich von Ali bestellt, diese Monsterchen. Sind auch süß, ne? Oh, nö. So, dann packen wir das auch mal mit rüber. Das geht jetzt relativ zügig. Da muss ich nicht Stüppchen machen. Wir sind schon wieder bei 26 Minuten. So, da tue ich jetzt mal hier mit rein. Heute ist es ja wieder so sauwarm, weil das ist nicht mehr auszuhalten. Und morgen kommt dann nochmal so eine Wahnsinnswelle. Ich kriege die Tür nicht zu. Wo ich meine Karte hier gebastelt habe, mir tropfte hier der Schweiß echt. Ich bin immer festgeklebt. So, ich war die Tage dann noch so ein paar Mal unterwegs Richtung Action und Co. Heute auch nochmal. Ich gucke nicht mehr nach den Markern. Ich gucke nicht mehr. Mittlerweile steht auch das Preisschild nicht mehr dran. Aber ich hatte mal mit diesem Miro Cardboard wieder ein bisschen Glück. Ich mir diese hier und die, oh, die stehen können. Diese. Seht ihr das? So. Ja, ihr seht mich ja, ne? Ich bin schon im Nachthemd. Denk, Quatsch, ich habe nur ein T-Shirt an, aber es ist so warm, ey. Am liebsten würde ich hier nackig sitzen. So, dann haben wir diese hier. Melli, falls du das siehst, ich musste sofort an dich denken. So ein LSD-Trip. Ich nenne die Teile mal LSD-Trip. Aber ich mag die total gerne. Dann hier nochmal. Dann Melli-Block. Dann habe ich mir von denen hier drei mitgenommen. Das ist halt so, sieht aus wie Schleifpapier, aber ihr wisst ja, was ich meine, ne? So mit Glühzo. Da ist das Leben gleich schöner. Mein Gott. Ich liebe dieses Brettchen abgöttisch, aber das fällt immer um. Der Rattenkopf, hier drei steht mir. Jetzt kommst du zur Seite, du kriegst Hausarrest hier. So was. Spinnt doch, der Typ hier. So, dann. Ja, das ist das von heute. Ihr hört das Knistern und Knirschen. So, jetzt aber. Dann habe ich mir bei. Jetzt ist auch noch meine Box runtergefallen, wartet mal. So, da bin ich wieder. Ne? Aber ich will es ja gleich mit wegräumen, weil ich ja mein neues Regal dahin gerade einweihe. Weil ich habe nämlich von der lieben Winnie Kreativa so ein paar, ganz, ganz viele Blöcke gekauft. Die sind heute angekommen. Ich schreibe dir nachher auch noch Süße, falls du das jetzt siehst. Und ja, ich brauchte einfach ein bisschen mehr Platz. Dann habe ich mir die, weil ich dachte, da kann ich meine Stempel reinmachen. Auch bei Action für 2 Euro leck mich am Poppes. Keine Ahnung. Einmal diese beiden mitgenommen. Aber man kriegt nicht so viele rein. Also habe ich mir gedacht, da kommt was anderes rein. Vielleicht so diese fertigen, ausgemalten Teilchen, kolorierte Teilchen. Das ist aber, soll ja wohl was anderes sein wie ausmalen. Bei mir ist es immer noch ausmalen. Aber ich sag mal keinen. Okay. So, dann habe ich mir bei Action dieses Formtape mitgenommen. Weil bei größeren Sachen sind die kleinen Würfelchen da, ihr wisst ja, die kleinen Teilchen, ne? Einfach Kacke. Also musste das mit. Das habe ich mir heute mitgenommen. Jetzt ist es auch ein bisschen durcheinander, aber ich war im Action und im Teddy. Ich guck mal, das oberste dürfte Teddy sein. Dann durfte mal wieder Sekundenkleber mit. Für einen Euro. Die Actionpreise habe ich jetzt nicht, weil den Kassenbon habe ich nämlich nicht mehr. Dann habe ich mir diese drei kleinen Designerblöcke, jeweils 2 Euro. Ich fand diese Farben einfach unglaublich geil. Guckt mal. Da konnte ich nicht. Guckt mal, das ist so. Oh, nee. Das ist so schön, oder? Ja, das kann man dann auch mit diesem Watercolor selber machen. Aber so weit bin ich noch nicht, Mädels. Ich bin noch jungfräulich und ganz schüchtern. Aber ich fand diesen Block einfach unglaublich schön. Da musste mit. 2 Euro. Jo. Musste aber mit. Und dann habe ich mir von denen gleich zweimal geholt, weil. Ist wieder so ein LSD-Block hier. Guck mal. Ist das nicht mega? Ich könnte mich weghauen. Der ist so genial.
weil der mir eben so gefallen hat, musste der gleich zweimal mit. Guckt mal. Hier vorne drauf sieht es auch, aber ich finde, das sieht gar nicht so aus wie hier, ne? Disco Fieber. Lalala. So geil. Ach, nee. Aber eben auch 2 Euro. Hat auch 2 Euro gekostet. So, dann haben wir dieses Muster. Ach, ist das cool, oder? In Love. Und dieses Muster. Also wenn du vorher keinen Klatsch hattest, danach hast du den. So, und dann das hier. Und noch eins? Nee, ich glaube, das war es. Ja. Wie gesagt, der 2 Euro musste zweimal mit. Der ist einfach zu gut gewesen, zu geil. Dann habe ich mir bei Teddy Worte mitgenommen. Ich habe noch jede Menge. Nee, das ist von Action. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Dann hat sich reingeschmuggelt. So. Ich hatte 6-mal Worte. Also, wo ist der eine Borde hier? Der eine vor allem, ne? Der eine Borde. So, diese Borde habe ich schon mitgenommen. Habe ich mir von jedem 2, weil das ist halt mal schön farbig. Dann hier dieses schöne dunkle Rosa. Und dieses helle. Weil ich habe jetzt für mein Büchlein gestern eine Menge Rosa. Davon kann man immer nie genug haben. Ich möchte mir ja gern von Doreen Beats mal bestellen, aber ich weiß nicht, ob die zu toll sind. Dann habe ich mir hellblau mitgenommen. So, jetzt kommen wir zur Action. Habe ich mir auch nochmal Bordüre, einmal weiß und lila. Das ist so ein schönes Lila, ne? Und ein ganz schmales Weiß und etwas dickeres hellblau. Das ist so schön. Oh, ich mag diese Farbe ganz gern. Und ich habe mir diesmal das hier mitgenommen. Da sind drauf 2 Möter. Wie gesagt, die Preise habe ich nicht, weil ich den Bon nicht mehr habe. Das ist blöd. Da habe ich mir, ich glaube, ich habe ihn gar nicht geben lassen oder so. Ich weiß es nicht. So, dann, die waren ja runtergesetzt. Habe ich mir noch ein paar Twin-Marker in diesen Brauntönen. Ich war mir jetzt nicht sicher, habe ich schon welche, habe ich nicht. Aber Brauntöne, ich weiß, dass ich die vermisst hatte. Und dann habe ich einmal so ein Kalligraphie-Stifte mitgenommen. Die haben unter 1 € gekostet. Das war, ich glaube, 99 oder 89 Cent. Guck. In verschiedenen Stärken. Dann Lümmschuhen. In rosa und in diesen, ich weiß nicht, grün, blau mal mitgenommen. Weil ich möchte ja jetzt auch mein erstes Album basteln. Unbedingt, unbedingt. Ich habe jetzt schon so ein paar Videos angeguckt. Dann hatte ich endlich mal Glück mit denen hier. Also da war ich ja schon eine ganze Weile auf der Suche. Die kosten so ein paar Cent hier, ein paar 60 Cent, das weiß ich. Ja, die kann man doch auch stanzen, ne? Ja, ich fand die so, so cool. Ich habe die immer nur in anderen Halls gesehen. Aber jetzt habe ich sie auch endlich. Ach, so geil. Die sind so schön. Upsa. Dann habe ich mir diese Folder mitgenommen. Sie soll wohl passen in meine Maschine. Habe ich jedenfalls bei anderen Videos gesehen. Habe ich mir die mal mitgenommen. Mit den Sternen sieht schön aus, ne? Dann hatten die bei Action total süße Radiergummis. Ich bin auch schon ein paar losgeworden, weil meine Tochter vorhin da war, meine Große. Ich glaube, die haben ein paar 50 Cent gekostet. 55 oder so. Und da habe ich mir einmal diesen Regenbogen. Die Wolken sind so süß, ne? Und dieses Einhorn. Das kann man auch noch schön mit so einem Päckchen mit reinpacken. Und dann hatten die so coole Kulis. Coole Kulis. Coole Kulis. Die hatten auch noch Winnie Pooh, aber der hat mir gar nicht gefallen. Da haben wir hier einmal die Prinzessinnen. Guckt mal. Ist so ein rosa, beige, Pfirsich, würde ich mal sagen. Da sind so halt Prinzessinnen drauf, ne? Dann haben wir den in Silber mit Mickey. Und obwohl ich kein Goldfan bin, die Tinkerbell. So süß, ne? Die kann man auch mal schön irgendwie mit so einem Pocketletter oder so dran machen. Mal schön in ein Päckchen mit rein, als kleines Mitgebsel.
Dann habe ich die hier mitgenommen. Die habe ich nämlich noch ganz dringend gesucht für ein Projekt. Da sind so eine Taler und auf diesen Talern sind so kleine Ponys drauf und Einhörner. Ist ja noch besser, wie ich gedacht habe. Und dann auch noch in so schönen Mädchenfarben. Die haben, das weiß ich, 99 Cent gekostet, weil ich die nämlich entdeckt habe, wo schon an der Kasse stand. Sind die nicht süß? Die kann man sogar noch aufschneiden und weiterverwenden. Ach Gott, sind wir Bastler blöd, oder? Und was haben wir noch hier Schönes? Was haben wir noch hier? Ach ja. So eine Klebefuzzis habe ich mir noch mitgenommen. Da bin ich schon 100.000 Mal dran vorbeigegangen, aber wenn man dann so ein Pocket Letter macht oder so ein Goodie-Bag oder so, braucht man die ja. Und zu guter Letzt, ich gucke noch mal ganz genau, nicht, dass ich wieder lüge hier. Nein, ich lüge nicht. Zu guter Letzt haben wir noch einmal Hobbykarton. Ich habe in dieser Größe. Auch so verschiedene Farben, so Regenbogen. Und einmal so länger. Noch ein bisschen schmaler, glaube ich, oder? Ja, ein Stückchen. Ich fand die Farben so toll, dass sie halt so pastellig sind, ne? Die sind, ja, fand ich schön. Richtig toll, nicht so dieses extrem kräftige. Hat mir gut gefallen. Jupp, das war es schon wieder mit meinem Haul. Jetzt muss ich gucken, dass ich den ganzen Quark hier weggeräumt kriege. Und ja, wieder Platz ab zum Atmen. Wenn dann meine anderen Pakete kommen, wie gesagt, Bastelwelt Schobes, ich habe am Mittwoch bestellt und ich habe noch nichts bekommen, dass es irgendwie rausgegangen ist. Bezahlt ist es sofort mit PayPal. Aber kein Plan, irgendwie dauert das. Und dann kriege ich ja auch noch von, was ich vorhin erwähnt habe, jetzt komme ich auf die Namen nicht mehr. Auf jeden Fall sind das noch mal eine Menge Stempel. Wenn die dann da sind, auch ich hoffe, meine England-Stempel kommen bald. Was ich nämlich nicht verstehe, ich habe diese zwei Large-Stempel von Gorgeous, beide aus England. Ja, die sind, der eine ist schon eine ganze Weile unterwegs, bestimmt 14 Tage oder so. Den anderen habe ich jetzt erst bestellt, der ist aber auch gleich rausgegangen. Sind noch nicht da. Bei Clearly Besotted dauert das vielleicht 3, 4 Tage, auch aus England, und geht schnell. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das funktioniert da. Auf jeden Fall, es ist jetzt ein bisschen sehr voll, aber ich habe jetzt echt hier kaum noch Luft zum Atmen hier, weil echt hier die Bude voll ist. Aber ihr werdet nächsten Monat, nächste Woche sehen, da machen wir das. Dann führe ich euch sogar hinten um die Ecke, weil ich jetzt hier praktisch hier geht es noch weiter. Da, ja, da ist jetzt mein Papierregal und das muss ich jetzt einräumen. Deswegen wollte ich schnell den Haul noch machen. Jo, ihr Süßen, ich wünsche euch ein cooles Wochenende. Cool vor allem in dem Sinne, dass ihr irgendwo Schattenplatz findet. Es soll so unglaublich ätzend heiß werden. Ich habe keinen Bock, das macht mal fertig. Deswegen hasse ich den Sommer wie die Pest, ja. Mein Hund, wir haben ja nun einen Dalmatiner. Die Mausi ist schon 11,5 Jahre alt. Die hat ja keinen Bock, Gassi zu gehen. Ja, die, wenn ihr mich mal anguckt, da schmelzen bestimmt ihre Punkte noch weg. Die hat keinen Bock, da hat die echt keinen Trieb drauf. Och, nee, das ist so kacke. Oh, ich hasse die Wärme. Aber das sind halt so eine Hitzewellen. Ich weiß es nicht. Denn gestern und vorgestern war es mal angenehm, ja? Heute ist es schon wieder. Oh, und gerade heute muss ich schlafen. Ich, olle Möhre. Gut, ihr Mäuschens. Ich wünsche euch jetzt nochmal einen schönen Abend, bevor ich es vergesse. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Preise wissen wollt oder so von Action, kann ich euch diesmal leider nicht mitnehmen, weil ich habe den blöden Bon nicht mitgenommen, weil ein Gedrängle war an der Kasse. Weil ihr kennt da kommt einer zurück. Ja, da haben sie was vergessen, da war der Preis falsch. Ja, und da hat ihr halt vergessen, mir einen Bon zu geben. Das stört mich auch nicht, ja, weil. Ich rechne so im Kopf immer mit. Aber ja, an den Haul habe ich halt nicht gedacht. Ich olle Möhre. Aber ihr kennt ja die Actionpreise. Die sind ja wirklich sehr günstig, ne? Juti. Ansonsten, wenn ihr irgendwie was von dem eBay-Shop oder wie auch immer wissen wollt, dann das funktioniert, glaube ich, immer noch nicht, dass ich antworten kann. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich habe keinen Plan. Aber dann setze ich die Links, schreibt es mir drunter, ich lese die Nachrichten durch und dann setze ich das in die Infobox. Ich bekomme nächste Woche ein neues Handy. Ich hoffe, dass es dann funktioniert bei mir. Jupp. Jetzt wisst das. Gut, ihr Hübschen, habt Geduld mit mir, habt Verständnis. Bitte, bitte, bitte. Ich grüße euch ganz lieb, macht euch schön. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Bye, bye.